Okay, gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann brauchen wir jetzt jede Menge Platz und Terraforming-Gelände. Gut, das bringt auch keine Level hier. Okay. Mensch. So. Hätten wir vorher ein bisschen besser aufpassen müssen, als in den letzten Folgen das ganze Koppel geschmolzen haben. Ich müsste jetzt mich zurückmesseretieren, aber wir haben hier. Okay. Das war bestimmt was drin. Oh, wie. Oh, es wäre eine Geli, wenn wir nicht sowas hätten hier. Ah, ja, gut. Hier wieder unglaublich Nickel drin. Ja, das können wir dann unten auch in Pulverizer reinhauen. Wir haben ja noch so viel Zeug, dass wir noch pulverisieren müssen. Das ist einfach nicht normal. Und dann auch noch Tungsten Ore. Bringen wir hier erstmal das ganze Eisen hinter uns. Als Eisen haben wir wirklich viel zu viel. Gut, da oben brutzelt jetzt das Kupfer vor sich hin. Das ist gar nicht mehr so schlecht. So, holen wir uns mal Bronze hier dann raus. Erstmal einen Thermomech Fabricator brauchen wir. Und einen Carpenter. Das sind erstmal die primären Maschinen, die wir hierfür brauchen für die ganze Anlage. Also erstmal Thermomech. Fabrikator, Gold, Glas und eine Kiste. Ja, gut. Okay, Kiste kriegen wir hin. So, Glas auch. Oder war Glas andersrum? Moment. Ja, nee, Glas war so. Und dann brauchen wir noch 4 Gold. Das ist jetzt die Frage, haben wir das noch hier? Und dann müssen wir nachher wieder ans ME-System hoch. Ah, nee, haben wir noch hier. Ah, schön. Muss ich nicht alles um. Okay, da unten wäre auch noch jede Menge Gold anscheinend drin gewesen irgendwo. Ja, klar. Gut, dann haben wir schon mal den Thermomic Fabricator. Jetzt erstmal aber noch den Carpenter. Carpenter. So. Brauchen nochmal 6 Bronze mehr. Das heißt nochmal 3 Kupfer und 3 Zinn reinhauen in das Gedöns hier. Ich ist jetzt aber blöde. Gut, dann 2, 4, 6. Zinn haben wir eh noch da. Oder? Oder haben wir. Ne, Zinn haben wir alles reingehauen. Okay, gut, dann brauchen wir besser ein bisschen mehr reinhauen. Den Hammer dich auch hier. So. Gibt der denn eigentlich automatisch weiter? Nö. Tut er nicht, gar nicht mal schlecht, dass er das nicht tut. So. Jetzt hier einfach noch Glas. Ja, gut, perfekt. Carpenter. Check. Haben wir schon mal die beiden blöden Sachen, die wir so brauchen? Die hängen wir dann gleich mal hier oben an unsere Minecraft-Schulanlage. Und dann machen wir noch den Hebel. Wie schaut's hier aus? Mit der Fabrikator hat schon 11% wieder mal. Ja, gut, der Filter wird alle 10 Sekunden nach wie vor aktiviert. Wir haben hier gerade keine Scrapboxen drin. Schaut's aus, der steht still. Welch heizt der noch? Ja, der heizt mit voller Pulle. Die anderen heizen einfach mal gar nicht. Ja, gut. Das heißt, die Anlage ist so gut bestückt. Das heißt eigentlich immer nur ein Ofen. Ach komm, hör doch auf. Dann nehmen wir noch einen zweiten dazu, dann passt das wenigstens. Genau, so Carpenter Check, dann brauchen wir.
Logger brauchen wir für den Logger einen und für den Sugarcane haben wir es, aber für die Kombin nicht. Für die Farm nicht. Und für die Kombin auch nicht. Gut, also wir brauchen jetzt zwei Logger. Brauchen wir Niederzeug davon auch welche. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal den hier. Und Liquid Glass. Gut, das sind jetzt einmal 10 Diamanten. Das meinte ich mit, die Anlage wird teuer. So, erstmal. So, die 10 Dias. Die nehmen wir jetzt aber trotzdem mal mit, den Rest. Glas brauchen wir auch noch und dann brauchen wir noch ein bisschen Redstone. Dann brauchen wir noch den Lever. Hebel haben wir eh da. Okay, das ist schon mal gut. So, dann schalten wir nämlich die Anlage mal an. Natürlich, genau jetzt haben wir hier natürlich immer das Problem. So, ich lasse erstmal ein bisschen Glas. Und wieder check. Gut, Logger hätten wir genug. Dann das nächste ist eine Kombin. Brauchen wir Eisentubes. Also dann müssen wir in den Blue Electric Furnace das ein paar drin haben und wenn ich mich recht erinnere. Hier sind auch welche drin. Okay. Gut. Okay, haben wir die hier? Check. Dann, also Kombin, die Logger haben wir von den Materialien her. Das den haben wir auch. Kombin haben wir auch. Tree Tap. Okay, brauchen wir nichts. Gut. Farm. Brauchen wir Bronze? Ach Scheiße, dann brauchen wir wieder 5 Bronze. Das ist nicht Nacht, schade. Also brauchen wir wieder Bronze. Heißt 5 Stück, heißt nochmal 9. Ja, wir haben schon wieder unter 2000 Kopper. Das ist nicht gut, Leute. Brauchen wir wieder den Induction Smelter hier unten. So, Giftgummi da. Erst. So. Okay, das ist jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Okay, davon brauchen wir eh noch genau 6 Stück. Okay, dann brauchen wir die hier. Ich glaube, da müssen wir wieder Glas schmelzen. Können wir jetzt schlafen? Ne, wir können nicht schlafen. Sieht aber so dunkel aus draußen. Okay, duck, 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 Boots. So. Dann haben wir auch schon die Bronze für die Farm. Dann Arboretum. Arboretum. Gold. Yep. Keiner okay, was da ist, immer nur das Arboretum. Gut. Gold haben wir unten welches, dann können wir uns da mal 5 Stück gönnen. Das ist ganz einfach. So. Dann haben wir schon mal diese da, dann brauchen wir noch diese Platinen. Okay, so. Dann brauchen wir für die Farm, brauchen wir hier, ja genau, dann brauchen wir noch die hier. Den Carpenter, Zinn und Redstone. Okay, und dann noch das Zinn.
Können wir jetzt endlich schlafen? Ja. Ich will, dass dieser Regen aufhört. Das ist ja ein Graus. Okay. Was ist aus dem Ding hier das Zinn? So, okay, nee, das ist falsch. Den brauchen wir. Zinn und natürlich Wasser. Wasser holen wir uns natürlich aus unserem Kraftwerk. Haben wir eh zu wenig immer. Wie schaut es hier aus? Hat schon wieder ein bisschen Energie drin. Das ist ganz geil. Okay. Scheint doch ein bisschen Power gezogen zu haben. Dem guten Stück. Gut, dann einmal hier. Oh Gott, wo muss das jetzt rennen? Ah. Ja, gut. Halt, schau, wie viel von dem Ding brauchen wir eigentlich? Brauchen überall die Basic, oder? Das sind beim Logger. Machen wir. Okay, warte mal. Irgendwie hier so. Das ist ja zumindest nur 6 Stück herstellen. Das reicht nämlich, glaube ich. Okay, nach 4 ist jetzt sowieso gerade die Bremse drinne. Okay, Logger passt. Kombine. Combine braucht den auch. Tree-Tap braucht ihn nämlich nicht, soweit ich weiß. Nope, Tree-Tap brauche ich noch nicht. Es braucht noch Arboretum. Brauch's auch. Okay, gut, dann das heißt, wir haben unsere 5 Maschinen, die das Teil brauchen. Und mehr nicht. No. Alter, das ist schon ein bisschen irreführend hier. So, bitte, danke. Dann machen wir das 5. So, also man sieht, der Carpenter ist teilweise schon zu was nütze, wenn man irgendwas machen will. So. So, no Rezept, ja gut, das wissen wir. Dann legen wir hier erstmal wieder den Hebel um, weil das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und verursacht erstmal, glaube ich, nur unnötig Lags. So, oder? Ja, ihr seid eh voll. Alter, aber das Kraftwerk macht schon gut Power. Mit den ganzen Engines. Gehen wir hoch oder runter? Ich glaube, wir gehen noch mal ein letztes Mal runter zum Craften. Das sind ja viele letzte Male. Gut, andererseits hier unten ist es so voll. Wir haben hier nur Zeug drin, wenn es einem auffällt, oder? Andererseits, ach komm, YOLO. Wir benutzen es jetzt einfach nochmal unten. Oder haben wir hier überhaupt Holz? Brauche jetzt erstmal 5 Holz noch. Für die Tree Tabs. Glaube ich. Yep. 1, 2, 3, 4. Okay. Kessing 1. 2, 3, 4 und Glas drum rum. Genau, was ist genau andersrum? Ja, wie? Ja, Tree Tabs, ja, Kessing, ja. Ja, okay, Glas, wissen wir. So. Yep.
30, 2, 12. Das ist 30, 2, 12 minus 1. Wie kriege ich da eine 13, nur 12 rein? So, was passiert denn hier? Ah, so kriege ich die anscheinend. Ja, toll. Das heißt, wir brauchen hier. Also, wenn es wirklich mal daran liegt, dann wird es ja echt, echt gelacht hier. Ich sag's euch. Das ist auch wieder eine nur 12er. Aber nochmal 5 Holz, Alter. Ich sag's euch. 1, 2, 3, 4, 5. Boah, ja, geil. Setzen wir einfach auch mal eins. Haben wir genug Zeit? Gut. So. Okay, 1, 2, 3, 4. Dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt hier passiert. So, tak, tak. Und auch wieder die 12er. Lol. Wurscht, erste Maschine, check. So, für das nächste Mal wie immer das da unten, ne? Können wir gar nicht mehr den Logger nehmen. Da haben wir eh zwei von. Okay, dann hier die Diamant-Casings. Zweimal. Und Glas drumrum. So, Logger hätten wir. Gut, Sugarcane machen wir ganz zum Schluss. Dann die. Ach, Moment, warte mal, wir können ja hier eigentlich immer den hier lassen. Dann einmal mit der Eisen rübergehen. Check. Einmal mit der Bronze. Und check. Dann einmal noch mit Gold. Und jetzt haben wir zu wenig Glas. Okay, ich glaub's nicht. Das ist jetzt echt ein schlechter Witz, Leute. Gut, uns fehlt ein Glas. Ein Glas fehlt uns dafür. Ja gut, das ist natürlich sehr, sehr, sehr geil. So, haben wir das aber redet um so die ganzen restlichen Gedönsteile. Die ganzen Tubes packen wir jetzt einfach mal hier unten rein. Einfach weil es wurscht ist. Das ist ganz toll, das ist eigentlich echt wertvoll, aber tun wir mal vorübergehend auch hier. Also wegschmeißen. Weil wegen ist halt so. Okay, hier ist eh keine Tube mit drin. Gut, das ist dann jetzt halt hier alle Maschinen, oder? Gut, dann brauchen wir nur noch alles Sugarcane Harvester. Sugarcane Harvester. Okay. Logger, 4 Glas und 4 Zuckerrohr. Ja gut, das könnte sein, dass wir das gerade noch so hinkriegen. Okay. Glas ist da. Dann noch hier Zuckerrohr. Das ist wahrscheinlich jetzt das Schwierigste von allen. Ob ich das jetzt von hoch oder ist das von draußen? Okay, ich muss es von draußen holen. Schwierigste Frage von allem. Ja, ich muss es von draußen holen, ist die Antwort. Haben wir das auch? Warte, 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 hier. So, Schulharvester. Okay, gut. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Dann brauchen wir jetzt jede Menge Platz und Terraforming-Gelände. Jo. Wie Platz haben wir denn hier unten? Also optimal größtmöglich ist ja 21 mal 21, das weiß ich. Oh, steht es hier dabei? Ne, steht nicht dabei. Das ist aber etwas, was ich mir gemerkt habe von der ganzen Anlage.
Ja, ganz einfach, Nummer 21 ist so. Und hier werden wir übrigens auch den fortgeschrittenen Crafting Table benutzen, der mit Inventar. Den habe ich zwar in Phidippi Slide beim Tutorial nicht benutzt, allerdings aus dem einzigen Grund, weil es den da gar nicht, einfach nur nicht gibt. Für das Ding zum Craften ist es nämlich wesentlich sinnvoller, weil wir haben ein Inventar, wo das Zeug drin ist. Und ja. Von einem Inventar ist es halt wesentlich geiler. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich alles im Inventar. Das gefällt mir eigentlich auch nicht so ganz. Ja. Boah, ich muss jetzt einmal was loswerden, bevor wir hier was machen können. Okay, das Kabel ist hier definitiv deplatziert. Das war Koks hier rein. Leder auch. Marble erstmal auch. Wrench. Brauchen wir im Moment noch nicht. Okay. Alles, was wir an Sand haben, raus. Sand haben wir keinen mehr. Gut. Cobblestone. Dann müssen wir schnell uns Sand machen, wenn wir schon keinen haben. Dann machen wir uns auch den schnell. Kenne ich gar nichts. Also keine Gnade. Wir machen uns jetzt Sand. Für die Zuckerrohrfarm. Wird sowieso noch aufwendig genug. Das heißt, 11 setzen das 10 Wasser in der Mitte sind. Oh Gott, ich hasse es. Warum tue ich mir das eigentlich jetzt schon an? Na ja, egal. Wir werden dankbar sein für unsere für die Rubber Farm. Sag ich mal, ja, früher oder später. Vielleicht machen wir das auch so, dass wir noch gleich direkt im ME-System drinnen craften können. Kann ich mir auch vorstellen, dass das noch passieren wird. Dass wir die ganzen Crafting Table, auf die ich jetzt so stolz bin, eigentlich überhaupt gar nicht bräuchten. Ah, naja, wofür haben wir es denn dann gemacht? Gut, das ist mal 20. Ich glaube, ein Stack. Ich weiß nicht, ob ein Stack reicht. Ich schau mal. Und definitiv wird es jedenfalls interessant werden. Okay, schlafen tun wir jetzt mal nicht. Oh Gott, ist es hier dunkel. Bitte mal 7. Oder sind es nicht 6? Ich weiß jetzt nämlich nicht mal, wie viel Platz wir hier unten drin haben. Das ist nämlich. Ich baue einfach mal drauf los. Hier ist das Portal. Das ist natürlich schon mal ganz günstig. Mal fangen wir hier an. 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann geht schon los, Talüberbrückung. Fuck, kein Material dabei, ist scheiße. Ja, nehmen wir jetzt hier mal ein Stack Kobbel mit, passt schon. Schon dunkel, gell? Na komm her. So. Nein, runtergefallen. Fuck. Okay. Wo sind die Spitz? Das habe ich ja doch wieder mit der Spitzhacke, Alter. Ich will doch gar nicht mit der Spitzhacke arbeiten eigentlich. Das Einzige, was ein bisschen schwieriger wird, wäre dann die Verkabelung. So. Also jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh Gott, ist das dunkel. Da unten ist der 21. Ja, okay, müssen wir bis dahin aushöhlen. Die Frage ist, ja, komm, die Spitzhacke können wir wahrscheinlich eh Ewigkeiten reparieren. Und bis wir sie nicht mehr reparieren können, haben wir eh genug Material, noch die ganze UU-Mette. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier vorne auch rauskommen. Ihr seht, wir nutzen hier wirklich den Raum relativ effizient. Also relativ. Ist hier wirklich auch als relativ gemeint. Es wird natürlich effizienter gehen, wahrscheinlich. Aber ich weiß halt jetzt augenblicklich nicht, wo ich die Zuckerrohrfarm hinpacken soll. Und ich werde auch die Anlage definitiv mit Filtern machen, was halt auch immer nur
so viel rausgeholt werden kann, wie wir auch tatsächlich brauchen. Weil sonst kann das Ganze sehr schnell in einer sehr krassen Verschwendung ausarten. Das will ich ja eigentlich auch nicht. Können wir nämlich automatisch immer ein bisschen Zuckerrohr abgreifen. Wobei es eigentlich auch wurscht ist, da brauchen wir überhaupt so viel Zuckerrohr. Wofür brauchen wir Zuckerrohr eigentlich? Und das ist halt die Frage, wofür brauchen wir Zuckerrohr? Also wenn ich es wirklich vollautomatisch mache, worauf es momentan hinauszulaufen scheint, dass ich wirklich auf vollautomatisch gehe, dann muss ich wirklich damit leben, dass ich sehr wahrscheinlich Items verschwende. Wenn ich nur auf halbautomatisch gehe, das heißt, dass wir Humus, die Option Humus zu produzieren, offen halte, dass es nicht automatisch passiert, kann ich auch später schauen, ob das kann ich das Weizen, das Ding abgreifen. Aber andererseits ist, glaube ich, auch nicht so toll. Ich glaube, wir nochmal schon vollautomatisch und schauen, ob wir eventuell da mit Filtern, Kisten und Ähnlichem es schaffen, dass wir verhindern, dass wir Items verschwenden. Das ist natürlich das Beste, wenn das geht. So, ist noch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und da wo die Mauer jetzt ist, es 21. Gut, das heißt, die Mauer müssen wir auch versetzen. 21. Gut, wenn wir die Mauer 1 nach außen versetzen, ist wurscht. Da wo sie jetzt ist, ist er eher so bescheuert gewesen. Ja, okay, nicht wirklich. Da wird sie halt oben perfekt abschließen. Und dann machen wir halt oben was weiß ich was hin. Vielleicht, dass wir die Farm, die Baumfarm sogar ins Freie ersetzen. Halt ich persönlich, glaube ich, auch kein Problem. Wenn die Baumfarm tatsächlich im Freien steht, dann quasi auf dem Dach der Weizenfarm ist. Ja, bestimmt mal was Neues. Muss ich mal sehen, wie das dann so aussehen wird. Jeden Fall, das Wichtige automatisieren wir und dann bauen wir einfach immer nur das, was wir, wo wir gerade Lust drauf haben, was cool wäre. So, jetzt erstmal hier die Ausstattung. Deswegen halt, das ist alles, was man tatsächlich brauchen kann. Das ist halt irgendwie wahrscheinlich auch größtenteils wirklich auch unnötig. Eine Rubberfarm kann man machen, muss man aber nicht. Man braucht hier nicht immer so viel Rubber. Und später wird das ja sowieso in einer Überproduktion enden. Aber die ganze Zeit immer nur anschmeißen, wenn man gerade Rubber braucht, ist ja auch irgendwie eine blöde Idee, oder? Jo. Jetzt sind wir da angekommen, wo ich sagen, wir brauchen wieder Sand. Wir bräuchten eigentlich nicht mal Sand. Auf Erde wird das Teil genauso wachsen, aber. Naja, ich bin von der alten Schule und pflanze Zuckerrohr traditionell auf Sand an. Holen wir jetzt erstmal neuen Sand hierher. Und ich bin auch überlegen, ob ich auf diese Art und Weise vielleicht mit Hühnern. Ich weiß nicht, von was ich mich eigentlich ernähren will. Gibt es Pumpkin Pie? Ja, perfekt. Es gibt Pumpkin. Wow, es gibt sogar alternative Rezepte. Cool, im Mixer. Können wir das Ganze mit Stromverbrauch erzeugen? Mit Autocrafting Table. Also so eine automatische Kürbiskuchenfarm wäre auch geil, oder? Fahren wir das Ding ja wirklich im Bereich des Möglichen. So eine automatische Kürbisfarm. Kann man nämlich auch hier mit den gleichen Mitteln machen. Und für Seedöl brauchen wir sowieso früher oder später Kürbisse oder Melonen. Wenn wir unser Projekt mit den Tanks wirklich machen wollen,
dass er jeden Tank, also dass er für jede Flüssigkeit ein